Hallo Leute, und herzlich willkommen zurück zu Alessa Kabinette. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr aufgenommen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte. Ja, das war's. Oh, wir sind mit Rapid schon fertig. Was ist mit Rapid? Haben wir wenigstens unser Ziel erreicht? Ja, das haben. Oh, uns fehlt noch ein Pokal in der zweiten deutschen Bundesliga. Ich glaube, das werden wir uns mal holen. Dafür brauchen wir natürlich auch einen Verein, der. Das könnte. Aber wir haben nicht so einen Verein. Das ist schade. Aber ist machbar. Ich will irgendeinen Club haben, in dem ich mich wohlfühle. Von hier kommt was frei, das ist noch schön, das ist ein bisschen traurig, ne? Das, obwohl wir eh schon in so einer großen Liga sind. Wayne, ist mir egal. Was? Hallo? Okay. Gut. Ist okay. Oh, yeah. Es ist. Oh. Yay, wir sind Atletico. Nice. Ein deutscher Server mit einem Griechen drauf. Nice. Gut, dann machen wir mal ganz schnell alle Aufstellungsspieler rein und fertig und so fort. Für alle, die denken, oh, das sieht ein bisschen müde aus. Ja, ich bin müde. Es ist gerade 19 Uhr. 29 und ich komme gerade von der Workheim, aber das ist mir egal, ne? Ich hab mir fest vorgenommen, ich will regelmäßig Videos machen, ich komme nur jetzt echt nicht dazu, Thumbnail zu machen. Thumbnail will ich. Ich will endlich für OSM benutzerdefinierte Thumbnails machen, aber ich komme nicht dazu. Es ist wirklich mühsam. Warte mal, Bart juckt. So. Es ist wirklich mühsam, endlich hier so dazu zu kommen. Ich würde sagen, Jackson werden wir verkaufen, Torres werden wir behalten, so werden wir das machen. Höchstwahrscheinlich oder Torres hergeben. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich liebe Korea. Korea ist so ein geiler Spieler, habe ich euch sicher schon mal in irgendeinem extremst alten Part gesagt. Dass ich mag. Oh, so viele gute Spieler, das ist schön. Wobei mir der eine junge Offensive noch. Oh, ich nehme alles zurück. So. Ich nehme wirklich alles zurück. So. Okay, ein Defensiver wäre es vielleicht. Ich nehme doch wieder alles zurück. Und für jetzt stellen wir einfach mal Nico S. Oh Gott, das wird eine coole Saison. Das wird schön. So, Luis. Gut, in der Abwehr sind wir nicht ganz so geil. Das ist. Okay. Okay. Ah, okay. Naja, geht. Und hier Meuer und Oblak. Nice. Gut. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts, muss man jetzt mal dazu sagen. Torres hätte ich genau da drinnen, ne? Ich hätte gerne Torres behalten, wisst ihr was? Setzen wir mal Jackson so auf den Markt und fertig. Vielleicht braucht ihn wer, vielleicht braucht ihn niemand. Who knows? Okay, komm, das brauchen wir auch nicht, das ist okay. Du bist ein 50er, das ist okay. Das ist okay für mich, ich kann damit umgehen. Gut, dann trainieren wir mal Griezmann. Dann trainieren wir mal Torres. Dann trainieren wir mal
Savis. Und da trainieren wir mal Obla. Genau. So. Da geht man wieder eine taktische Route vor. Ich würde sagen, dann brauchen wir nicht viel herumdiskutieren. Vögelspieler, probieren wir Passspiel. Angreifen, Standard, Hinrein. Hoch, ja, Schleck, Ma. Dann Spezialist. Hoch. Nee, nee, nee. Hoppala, hopp, hopp, hoppalerchen. Ich überlege gerade, wenn ich. Okay, John Fran, wenn wir noch länger haben. Da wollte ich ihn so frech, dass er wird Koke schießen und Eckbälle wird Gabi. Gut. Und jetzt noch Sbozor. Da haben wir auch unser erstes Freundschaftsspiel. Ja, Panasonic, ja, Mastercard, das sind die Sponsoren, die man braucht, um reich zu werden. Hohoho. Hoppala. Da ist ein Kabel im Weg. 5, 4, 3, 2 und go! Schön. Und Torres hat auch getroffen. Das ist, dass er sich sehen, weil er sich verbessert. Kocke, das ist schön. Das ist. Ich war übrigens seitdem nie wieder online, das ist richtig mühsam, weil ich nie ein Training gemacht habe und alles. Und es tut mir leid, es ist wirklich schade. Ja, das war mir irgendwo klar. Schalke, wisst ihr was? Wir müssen zurückkommen. Und wir können nicht anders zurückkommen, außer durch ein Trainingslager. So, Sun Heung-min macht seine Tore, das ist gut. Şalhanoğlu, okay. Tielemans, gut. Da werden wir Kramer wieder aufstellen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Weil die das nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. So, machen wir jetzt einmal kurz den hier, damit wir hier ein bisschen wechseln, ne? Okay, gut. Training. Aber ich habe richtig Angst vor PSG, weil ich ja zu lange nicht online war. Ich wollte unbedingt Meister werden und dann vernachlässige ich das so sehr. Ich bin ein richtiger Dummkopf. Das nervt mich selber, wenn ich so ein Dummkopf bin, aber. Egal. Gib mir irgendwas, dass ich meinen Frust kaufen kann. So, also wegkaufen. Jetzt will ich noch mehr. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie viele Verteidiger ich habe und ich habe auch gar nicht mehr die anderen Positionen. Wird mal, da ist der Mittelfeldspieler meiner Träume dabei. Naja. Kann man nichts ändern. Das war jetzt richtig wichtig. Ja. Wichtig. So, gut, dann gehen wir. Wissen wir, ich will jetzt einfach Paris sehen. Ich will einfach Erster sein. Nice. Nice. Wirklich. Ich habe gerade wirklich fast zu meinem. Was haben wir hier? Gebe ich nicht her. Nice. Das ist so schön. Ich freue mich gerade so mega. Und hier sehe, wird trainiert. Hier wird Rabiot trainiert. Digne wird trainiert. Le Ali wird trainiert. Und dann machen wir Sponsoren. Dann machen wir den. Und dann machen wir den. Dann gehen wir ins Stadion. Training ist jetzt fertig ausgebaut. Dann bauen wir mal das Stadion ein bisschen aus. Parc des Princes. Das nennen wir jetzt einfach mal. Parc de Hihi. Genau. Das wollte ich damit bezwecken. So, Transferliste. Vielleicht ist ja der Spieler meiner Träume auf dem Markt. Nicht unbedingt, ne? Holen wir uns Rodrigo, sowas. Zweiten Ersatzspieler, nehme ich hier sehe. Einfach so, random. Ich meine, Geld hätten wir genug.
Hör mal, was die Nachrichten so sagen. Was schläft bei deinem. Oh, oh. Danke! Mit Rufzeichen. Freut mich wirklich, Max. Oh, oh. Das ist cool. Hallo. Hallo. Danke. Du auch. Nehme ich an. So, hätten wir das auch. Also ich finde, so schlecht ist mein Team jetzt gar nicht geworden. Natürlich im Gegensatz zu deinem immer noch ein Flop. Ach. Sieh die Sache positiv. Du stehst nicht so schlecht da. Hier wird übrigens heute... Ich bin so ein behinderter Mensch. Hier wird übrigens heute keine Hintergrundmusik sein, weil ich das direkt so hochlade, wie die Aufnahme ist. Einfach aus Gründen. So, ich muss euch, weil ich gerade mit Super Samuel geschrieben habe, noch etwas zeigen. Ich werde dann mal ein random Freundschaftsspiel machen mit Super Samuel. So. Gut. Genau, ich wollte euch das coolste Spiel meines Lebens zeigen. Hier, gegen Super Samuel. Schaut euch das an. 4 zu 5. Einfach ein fucking 4 zu 5. So, dritte Minute. 1-0, der Ibrahimovic, alles hin nach einem Sieg für PSG, am Sonntag kommt frei und er trifft es und alles ist wieder anders aus. Aber dann kommt wieder Cavani und alles wieder anders aus. Dann kommt der Porto und das schaut wieder alles nach einem Unentschieden aus. Aber Ferrati, der wollte das nicht so haben, der hat dann gleich wieder ein Tor geschossen, dass es wieder aussieht, wie wenn PSG endlich gewinnt. Und dann kommt Buffon und denkt sich, my shit, motherfucker, I don't know what you mean, but I'm the best in the world. Und macht dann einen Ausgleich zu einem 3-3. Dann kommt Ibrahimovic mit einem schnellen Doppelpack und macht damit sein drittes Tor im Spiel 3-5 und niemand hat mehr gedacht, dass sich hier etwas ändern kann. Dann kommt wieder Frey, der auch schon den Torregen für Lille begonnen hat und machte wieder mal ein schönes Hackentor. Der Torhüter sah dabei nicht sehr gut aus. Und dann war das Spiel vorbei. 5-4, war ein cooles Spiel, war ein wirklich cooles Spiel. Sirigu hat dabei nicht schlecht ausgesehen, aber wirklich gut war Ibrahimovic. Der war nicht so von schlechten Eltern, außer seine Eltern sind böse Menschen. Das kann ich aber nicht beurteilen. Gut, das wollte ich damit gesagt haben. Ich bin immer so schlecht im Verabschieden, ne? Daumen hoch, ein Abo dalassen und schreibt mir einen Kommentar über eure Meinung über das ganze Video und so weiter und so fort über meinen Kanal. Und wenn ihr auch cool seid, schreibt mir eine Nachricht mit Hashtag Spisaro ist cool, aber ich bin cooler. Danke, LG. Tschüss.